Als erstes machen wir uns mit der Benutzeroberfläche von Microsoft Excel vertraut. Bei mir ist Excel bereits im Dock vorhanden. Falls das bei dir nicht so sein sollte, so findest du es wie immer unter Programme, Microsoft Office 2011 und dann Microsoft Excel. Am besten ziehst du das Programmsymbol gleich in den Dock, damit du es künftig zur Verfügung hast. Beim Programmstart wirst du jeweils mit einem Willkommensfenster begrüßt. Ich habe das weggeklickt und ich habe sogleich Zugriff auf meine Vorlagen. Ich öffne eine neue leere Datei, indem ich auf Excel Arbeitsmappe klicke und habe nun das Programm offen mit allen Bedienelementen. Zunächst einmal, wie bei allen Programmen, im oberen Bereich diese Menüleiste mit den wichtigsten Befehlen. Dann gleich darunter haben wir die Symbolleiste, ebenfalls mit den wichtigsten Befehlen als Symbole. Die kann man selbstverständlich nachträglich anpassen über Ansicht, Symbolleisten, Symbolleiste und Menüs anpassen. Dann wiederum darunter haben wir das typische Menüband, das Microsoft mit der neuen Version eingeführt hat, mit verschiedenen Reitern zu den verschiedenen Arbeitsbereichen. Diese Einstellungen, die ändern sich eben auch je nach Arbeitsbereich, in dem man sich befindet. Und selbstverständlich kannst du auch dieses Menüband über das Zahnradsymbol noch an deine Bedürfnisse anpassen. Dann haben wir hier den Hauptarbeitsbereich. Du siehst, es sind einzelne Felder oder sie werden auch Zellen genannt und in die kommen nun die Daten rein. Wenn ich jetzt mal etwas reinschreibe, drei Zahlen, so siehst du, die sind eindeutig erfassbar. Wir haben hier den sogenannten Zeilenkopf, der ist mit Nummern durchnummeriert, während der sogenannte Spaltenkopf mit Buchstaben eindeutig festgelegt ist und jede einzelne Zelle hat jetzt wie in einem Koordinatensystem eine eindeutige Bezeichnung. Also diese Zahlen hier habe ich ins Feld C10 hineingeschrieben. Diese Koordinaten siehst du auch im sogenannten Namensfeld. Hier kannst du auch den Namen händisch noch eingeben und in der sogenannten Bearbeitungsleiste kannst du diese Inhalte, die du eingegeben hast, nachträglich noch ändern oder eben auch durch Funktionen oder Formeln ersetzen. Im unteren Bereich hast du hier einen solchen Reiter, Blatt 1 steht da. Und mit einem Plus kannst du weitere Blätter hinzufügen. Das ist dann praktisch, wenn du sehr umfangreiche Datensammlungen hast und die Daten eben auf mehrere Blätter verteilen möchtest. Alle Blätter können untereinander verknüpft werden und das erhöht natürlich die Übersicht. Gleich daneben kannst du auch verschiedene Ansichten umschalten. Manchmal ist es praktisch, wenn man diese Seitenvorschau hat, schon mit den eingestellten Seitenrändern, damit man auch sieht, wie es dann letztlich zum Druck herauskommt. Für die reine Arbeit reicht es eigentlich, wenn man nur die Zellen hat, ohne dass noch die Layout-Funktionen Platz wegnehmen. Als letztes noch ein Symbol, das vielleicht wichtig wird später mal, wenn du auf Toolbox einblenden klickst, so kommst du zum sogenannten Formelgenerator. Der ist dann wichtig, wenn du Funktionen und Formeln verwendest, um etwas zu berechnen in deinen Daten. Und mit einem erneuten Klick drauf wird die auch wieder zum Verschwinden gebracht.